Heute kommt's. Harald Schmidt. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Bitteschön. Dankeschön. Daisy, sag mal, Sport.de, ist das dein Sponsor? Ja, das ist mein Sponsor. Ja. Es ist eine Website, die man anklicken kann. Ja. Ja, hast du noch gar nicht gemacht? Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Titelverteidigung. Dankeschön. Ja. Und ich habe etwas für dich gebracht, Karl. Ich bin gerade natürlich ganz frisch von meinem Kampf gekommen. Ich habe am Samstag geboxt. Ja. Und ich war in einem sehr süße, schöne Stadt, klein. Süße, kleine Stadt? Ja, nachdem, mit Freunden getroffen. Ratest du, welche Stadt ist das? Süße, kleine Stadt mit Freunden getroffen. Heidelberg? Ja, nein. Erfurt? So in der Nähe von Stuttgart. In der Nähe von Stuttgart, Tübingen. Ja. Tübingen. Nein. Daisy, jetzt glaube ich ahne ich was. Vielleicht? Sag es bitte. Besser. Okay, okay. Tja. Ich bin mit meinen Freunden so in einem Kaffee gesessen und da habe ich in dieser schönen Stadt auch gelesen, dass in Zeitung haben geschrieben, dass ich gewonnen habe und ich habe etwas mitgebracht und die Zeitung ist von dieser Stadt schon. Nürtingen! Genau. Du warst in Nürtingen, meiner Heimatstadt? Genau. Wann? Ja, das war am Sonntag. Ja, wieso das denn? Ja, das war, weil ich habe Freunde da schon und ein auch bekannter Fußballer da kommt von dieser Stadt. Am Samstag hast du geboxt in Düsseldorf? Am Sonntag war ich in Und am Sonntag Nürtingen. Warst du in Nürtingen? Genau. Mit dem Flugzeug oder mit dem Auto? Nein, mit dem Auto schon. Ja, und ich war begeistert und ich habe für dich gebracht, ich weiß, dass du gerne magst, diese Pralinen von Nürtinger Pflastersteine, bist du wahr? Toll! Hier, guck mal, das ist aber ein tolles Geschenk. Nürtinger Pflastersteine. Aber ich habe noch etwas. Das ist der Unterschied, der Fischer hat sich geschmissen und wir haben sie gefressen. Nürtinger Pflastersteine. Genau. Guck mal, das ist die Kreuzkirche und der Schillerplatz. Ja. Die ist ja auch anders zwischen Neunkirchen. Und, und noch was? Und dann noch was. Ich in einer Show, ich habe schon behalten und gesehen, dass du magst besonders ein Getränk. Ja. Die jetzt kann man nicht finden. Und ich habe das für dich besorgt schon. Bitteschön. Schellbier, schwarzer Bock aus meiner Heimatstadt. Das, guck mal, Schell. Das finde ich aber toll, Daisy. Das ist eine Familienbrauerei und dass es nicht wie Schleichwerbung aussieht und so weiter. Schickt das Bier in Altersheime und in Jugendzentren, bitte. Und in wohltätige Zwecke, weil sonst sieht es so aus, weißt du, Pflastersteine und Schellbier aus Nürtingen. Aber es ist eine Privatbrauerei. Das ist aber toll. Bitteschön. Ja. Man muss vielleicht sagen, du bist in Bukarest geboren. Ist das richtig? Falsch. Nein, entschuldige, in Sofia. Sofia, genau. Ich bin immer drin. In Sofia in Bulgarien. Genau. Und seit wann bist du in Deutschland? Seit 3,5 Jahren. Ja, du sprichst toll Deutsch. Oh, danke. Ja, komm, das ist gut. Eigentlich bist du ja eine Frau, die Männern sehr gefährlich werden kann, weil du siehst natürlich aus wie ein Model. Und wenn ein Mann dir zu nahe kommt oder was, Klitschko und Klatschko hat er eine, kriegt er eine gescheuert, oder? Hast du mal in dieser Branche auch gearbeitet, so Bodyguard? Ja, endlich arbeite ich, das ist eine harte Wörter, aber ich habe schon probiert. Ja? Ja, da war ich ein bisschen im Präsidium. Ja, in Bulgarien. In Bulgarien, genau. In Bulgarien. Entschuldige, ja. Mit Bukarest, aber ich habe nur Bulgarien und also Sofia. Mag nicht, ja. Sofia, genau. Mein Lieblingsfußballspieler lange Zeit war Bulgare, Stoichkov. Richtig. Spricht man das so aus? Stoichkov? Ja, Stoichkov. Christos Stoichkov? Ganz richtig. Stoichkov. Stoichkov, genau. Stoichkov? Stoichkov. Christus Deutschkopf. Genau. Das klingt viel brutaler als Deutschkopf, oder? Deutschkopf. Warte, bis Deutschkopf kommt. Brutal meine ich nicht. Aber nein, also, wir waren ein toller, aggressiver, ja, Spieler. Kennt ihr euch da untereinander so, die Sportprominenz in Sofia? Kennt man sie? Ja, natürlich. Wir alle Sportler kennen uns schon sehr gut. Ich habe gelesen, dein Traum wäre auch mal in einem schönen Film mitzuspielen, ja?
Ja, bestimmt. Etwas Serioses, etwas mit Action zu tun, weil mein Leben ist ein Action und ich möchte das eigentlich in Produktion bringen. Ja, hättest du einen Wunschpartner? Ja, ich hatte schon jetzt eins. Das war letzte Jahre mit Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Er kommt auch aus Brüssel. Ja, aus Belgien. Ja, genau. Wo habt ihr gedreht? Wir haben gedreht in Sofia. Aha. Und in Bulgarien, es gibt natürlich zwei große amerikanische Studios, New Image und Millennium. Ach so. Und da ganz oft produzieren ganz viele amerikanische Filme. Ja. Und in diese in dieser Show schon sind viele Schauspieler aus Amerika. Worum ging es da in diesem Film mit Jean-Claude Van Damme? Von jedem Fall, das ist jetzt ein Drama, die läuft schon. Und das ist ein Film mit Jerusalem-Geschichte, etwas wie Indiana Jones. Und Indiana Jones in Jerusalem? Etwas wie dieses Film. Mit Jean-Claude Van Damme. Kann man den schon sehen, den Film? Noch nicht schon. Ich finde, das kommt am Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Und, habt ihr da Sodom und Gomorra gedreht oder war Jerusalem aufgebaut in dem Studio? Ja, natürlich. Das war schon. Sieht das ähnlich dann aus? Ja, ganz ähnlich. Und was spielst du für eine Rolle? Ja, das ist etwas Kleines schon, weil ich hatte einen großen Kampf in Kölner Arena gehabt. Und ich weiß nicht, vielleicht Sie wissen, dass ich am größten Halle in Europa. Und ja, ich war sehr begeistert, dass ich habe Chance bekommen, in diese Arena zu boxen. Ja, klar. Und darum habe ich das entschieden, etwas Kleines, aber ein guter Kampf auch in diese Halle zu machen. Und ja, ich spiele etwas mit Karate, mit Textschritt, mit Beinen und so. Sachen. Sie werden das sehen, wenn das kommt. Verstehen. Ich möchte nicht viel erzählen. Ja, also Jerusalem mit Jean-Claude Van Damme und Daisy Lang, gedreht in den American Studios von Sofia. Daisy, alles Gute, toi 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 für den nächsten Kampf. Viel Spaß jetzt im amerikanischen Trainingslager. Danke. Ja, danke. Und wir drücken die Daumen für den nächsten Kampf und für den nächsten Besuch. Ich danke. Und vielen Dank für die schönen Geschenke. Alles Gute. Danke. Daisy Lang, meine Damen und Herren. Morgen Abend. Diplom-Action-Zoologe Markus Paslik und Britt Reinecke. Bis morgen Abend. Tschüss.